Ja, also Red Dead Redemption 2 fasziniert mich immer wieder. Das sind halt solche Momente, wo das Spiel wahnsinnig gut ist irgendwie, wo man so auch so ein paar Gänsehautgefühle bekommt. Überall wäre ich hier gejagt, ist ja absoluter Wahnsinn. Begib dich zum Maxim-Maschinengewehr. Oh yeah. Jetzt wird das mal aufgeräumt hier. Ach, die machen mir doch keine Angst. Hier, guck mal an, wie ich die zerfleisch. Lieber Onkel Tacitus. Oh, wir sind in Van Horn anscheinend. Suche in Shady Bell nach der Bande. Oha. Ja, Leute, wir sind wieder zurück. Als wenn wir nie weg gewesen wären. Hat sich irgendwas verändert? Nö. Alles wie früher. Aber wir müssen jetzt nach Shady Bell zurückreisen. Also haben wir unseren Standort doch nicht aufgegeben. Interessant. Ja, und was mit unserem Pferdelein? Lancy? Ja, das ist er nicht, aber sieht auch nice aus. Okay. Ungarisches Halbblut. Gefällt mir auch. Ist auch mal schön groß. Aber gut. Nachhaber ist natürlich besser. Finde ich zumindest. Aber wir sind wieder zurück, Leute. Auf der guten alten Overworld. Und in der guten alten Heimat. Ich denke mal, Arthur hat es auch vermisst. Wieder hier durch die Prärie zu streifen im Vollmond. Ziemlich geiles Wiederkommen. Haben wir eigentlich irgendwas? Nee, fürs Pferd haben wir gar nichts. Oh doch, ein Apfel. Ja gut, immerhin. Was ist das jetzt? Hallo? Wieso fühlt sich jetzt... Wieso bin ich jetzt so benebelt? Oh, die Musik ist cool. Und die Musik ist echt schön. Hey, haben sie jetzt irgendwas zu mir genommen? Nö. Und nur ein Apfel, oder? Also fürs Pferd. Ein bisschen kurios gerade. Vielleicht ist es auch einfach nur die Sequenz. Weil wir wieder mal schön durch die Heimat hier reisen und reiten. Auf jeden Fall weit, weit weg von Saint-Denis bleiben. Nicht, dass uns noch einer sieht. Oh, uns gewittert. Ah, echt schön. Also Red Dead Redemption 2 fasziniert mich immer wieder. Das sind halt solche Momente, wo das Spiel wahnsinnig gut ist irgendwie, wo man so auch so ein paar Gänsehautgefühle bekommt. Sorry Leute, wenn ich gerade so ruhig bin, aber ich denke es ist auch mal schön, der Musik zu hören. Passiert ja nicht allzu oft im Spiel, dass wir sowas haben hier. Na und jetzt kommen wir immer näher an Shady Bell ran. Und ich bin sehr gespannt, ich hoffe mal... dass vielleicht sogar ein paar Mitglieder sich dorthin wieder begeben haben, aber
Ich glaube es fast nicht, weil der Ort war ja dann auch bekannt. Unser letztes Versteck. Das wäre ziemlich dumm von denen, ehrlich gesagt. Ah, da drüben ist Saint-Denis. Oh, und das ist Sonnenaufgang schon. Ah, sehr nice. So, geht's gleich links rein und dann sind wir fast da im alten Lager. Oder sind wir irgendwo anders hin? Nee. Hier vorne ist es. Jetzt bin ich mal gespannt. Ziemlich cool gemacht. Ja, das Lager ist abgebrochen. Niemand mehr da, anscheinend. Oder hoffentlich, besser gesagt. Wir prüfen das auf jeden Fall mal. Mal schauen. Ich suche beide Stockwerke nach Spuren der Bande. Platin-Taschenuhr. Ja, gern. Ja, das sind ja einige, die nicht mit uns mitgekommen sind. Die müssen doch irgendwo sein, Mann. Warte mal, was haben wir denn noch hier drüben? Ah, Kentucky Bourbon. Sehr nice. Noch ein angebrochener Gin. Eine Zigarre. Also hier muss doch wirklich jemand gewesen sein. Ich glaube kaum, dass wir sowas hier gelassen hätten. Hier ist noch ein Schreiben. Lesen, Brief von Caroline. I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We've gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them, in Lacay, a small village just north of Saint-Denis. It's buggy and muggy. But apparently neither is too bad at this time of year. Please, come see us when you can. Yours sincerely, Caroline. Well, thank you, darling niece Caroline. I guess I'm coming to see you in Lacay. Ja, ich denke doch auch. Milton keeps sending us back every day to search this place. There quite clearly isn't a gang of outlaws held up here. Someone is here. Look, those are fresh footprints. Looks like someone might be here right now. Oh, shit. There's always someone everywhere. Well, let's look around. See if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton. I'd like to find a poison snake for him. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. Mr. Orley, let's head inside. Gentlemen, be careful. Na, ganz lass. Sir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die ausschalten soll. Da kommt auf jeden Fall einer. Ich gehe jetzt hier raus. Einfach mal rausgeschlichen. Haha. Was ist denn das hier? Ein Morgen? Die haben alle Morgens. Was? Schublade öffnen? Satteltasche. Okay. Kann ich das nicht machen? Doch. Wow! Tritt das mich erstmal? Ja, bist du denn? Ja, ich nehme das mir aber jetzt trotzdem, oder?
Geht das? Ja, oder? Oder will ich mein ungarisches Halbblut haben? Ja, eigentlich schon, oder? Komm, weg mit dir. Das hat mich jetzt so schön hergeführt. Kann ich doch jetzt nicht im Stich lassen. Aber Shady Bell ist kein Ort mehr für unsere Bande. Das wissen wir jetzt. Und sind zum Glück auch rausgekommen. Es wird offenbar jeden Tag überprüft, ob da jemand ist. Also sehr ruhig geht's auf jeden Fall wieder los hier in, ja, am Ende fast schon des Kapitel 5. Ist aber auch mal schön. Nach so viel Action auf Guama. Und wir sind jetzt in den Sümpfen. Ja, hat uns ja Caroline in dem Brief geschrieben, dass sie dort auf uns wartet. Mal schauen. Ja, hallo, wo steckst du? Hier drüben bestimmt, oder? Ist sie das? Ah! Arthur, you're alive. Just about. Something sad. Vergängliche Freude. Hey everybody, look who's here. How y'all doing? Hey old man, wake up. Hey Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy. Ah, oh, sehr schön. Alle wieder beisammen. Oh, ein Dutch. Okay, okay. How did you folks find each other? What happened? Can somebody give me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we... Oh, you. Yes. Yes. Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find. And eventually someone knew, said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective Agency. Oh, nee. Oh, shit. Leute, keine Ahnung, warum der Untertitel jetzt weg ist, aber wir haben ein Problem. Give them to a count of five, then give them everything. Actually, let them have it. Shit! Ask everyone you can find, did you, Bill? Los, kriechen, 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 kriechen! Folge Sadie. Komm schon, komm schon! Oh, oh shit! Aber ich bin froh, dass wir endlich wieder unsere Wanderjacke und alles haben. Endlich sehen wir mal wieder normal aus. Komm schon, ich will meine Knarre haben. Ah, Sadie, die macht aber auch, also das ist doch wirklich meine Frau fürs Leben.
Die ist absolut. Und hoch geht's. Und jetzt geht's ab. Bam. Jawohl, Arthur. Und alle sind down. Shit. Ja, ich sehe nicht. So, das war's schon. Ist er jetzt tot oder was? Alter. Jetzt kommt die aber auch hier. Mist. Folge Sadie und Bill, ja. Überall wäre ich hier gejagt, ist ja absoluter Wahnsinn. Shit, ich muss ja erstmal wieder nachtanken, ey. Komm schon. Jawohl. Wo sind die? Oh Mann, ich sehe nicht durch das Licht. Oh, hier. Gott. Und hier gleich der nächste. Aber was willst denn du von mir? Begib dich zum Maxim-Maschinengewehr. Oh yeah. Ja, jetzt wird das mal aufgeräumt hier. Auf geht's. Ja, wirst du wohl. So, erstmal ein bisschen umdrehen hier. Jawohl. Kommt schon. Ach, die machen mir doch keine Angst. Hier, guck mal an, wie ich die zerfleisch. Oh, yeah. Na gut, das Teil geht schon ganz schön ab. Er braucht nicht abzuhauen. Oh, voll das Bein abgeschossen. You saved us, Arthur. Oh, man. Bill and Sadie. You okay, son? Sure. We ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly, we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. George. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess. I just need somebody to buy me some goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John, Dutch? John? He's in jail. Well, we'll get him. Abigail, just not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. Dutch! Not now, Mesa. Not now. I'm begging you to. They're gonna hang him and break my... the boy's heart. Please, do something. We will. Okay, I'm gonna go figure out how we rescue this bastard. Now? Yes, now. Meet me at Doyle's Tavern on Million Avenue. Okay. My lord, what a goddamn mess. Everything.
Not sure what happens next. Whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed by all we gone through. Ja, Mission abgeschlossen. Und wir sind endlich mal wieder frei zur Verfügung und frei beweglich hier in der Overworld. Ach, ist das schön. Und Leute, ich glaube, ich werde erstmal zum Friseur gehen und nehme vielleicht auch mal ein Bad nach der langen Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao. Euer Beschix.